Ja, da sind wir wieder. Wir haben Bauch gemacht, wir haben gedehnt und heute Leg Day, also Beinmuskulatur. Und da haben wir uns gedacht, vom Team Atlantis, wir nutzen mal ein paar Hilfsmittel. Ich sitze hier auf dem Stein, ich habe natürlich meinen Rucksack dabei. Ihr könnt das zu Hause an der Treppe machen, ihr könnt euch ein kleines Höckerchen nehmen, aber bitte achtet darauf, dass, wenn ihr was nehmt, um das zu trainieren, damit zu trainieren, damit auch die Unfallgefahr minimiert oder komplett ausgeschlossen wird. Also nichts nehmen, was wackelt. So, also wie immer, Beine mindestens bei der Beinmuskulatur 15 Minuten einlaufen, dehnen. Also das ist ein Programm, das mittlerweile nach diesen 5 Wochen, wo wir das machen, wisst ihr das, dann seid ihr erstmal warm. Also ich habe mich schon warm gemacht, ich bin ein bisschen warm gelaufen, habe auch schon die ersten Dehnübungen gemacht, das ist mir wichtig. Zieht bei Beintraining, könnt ihr barfuß machen, ihr müsst keine Schuhe anziehen. Wenn ihr das draußen macht, dann natürlich Schuhe anziehen. Wenn Socken, dann Rutschsocken, dass ihr gerade beim Beintraining nicht wegrutscht. Also Sicherheit, Safety first, nicht nur in der Corona-Zeit, auch im Training dürfen wir nicht vergessen. Beintraining, 30, 60, 90 Sekunden. Die erste Übung, ich mache das mal hier vor dem Stein vor. Jetzt weiß ich gar nicht, ob man mich sieht. Ich gehe mal davor. So, jetzt habe ich hier einen Stein. Und das ist natürlich wie ein Stuhl zu sehen. Ganz top ist hier bei, einmal draußen machen, draufsetzen und hoch. Hopp und hoch. Ja, und ihr merkt jetzt schon hier, und wenn ihr hochkommt, ich hoffe, man sieht mich jetzt, genau, kommt ihr gleichzeitig auf die Fußspitzen. Jawohl, sodass wir Oberschenkel trainieren. Genau. Und hier 30, 60, 90. Übung Nummer 2 wird dann direkt schwieriger. Füße sind schulterbreit, Knie gehen immer hinter die Fußspitzen, Rücken ist gerade. Bei Belastung atmen wir aus. Jetzt gehen wir runter langsam und kommen etwas explosionsartiger nach oben. Hier auch 30, 60 und drückt euch schön mit den Fußballen ab. Wenn ihr landet, landet schön vorsichtig. Seht ihr, ich habe hier weichen Untergrund. Das ist nochmal zum Abfedern top hoch. Jawohl. Hier wird natürlich das Herz-Kreislauf-System extrem bei trainiert. Übung 2. Übung 3. Treppe, Hocker, Stein. Fuß drauf. Hoch, hopp, hoppsala, hoch, hopp. Ihr könnt das im Wechsel machen. Also 1, 2, hopp, 1, 2, hopp. Und drückt euch hoch. Und das kann man an jeder Mauer machen, an der Treppe machen, im Hausflur machen und nach oben. Sehr gut, nehmt die Arme mit. Jawohl, top. Natürlich, Ausfallschritt, mal anders. Fuß drauf. Tief runter und geht weg. Jawohl. Vor. Und hier seht ihr von der Seite, kann ich das mal zeigen, genau wo mein Knie hingeht. Das Knie bleibt immer hier vor der Fußspitze. Top. Und dann könnt ihr rausgehen. Jawohl. Und 30, 60, 90 Sekunden von vorne. Seite wechseln. Jawohl. Raus. Klasse. Da müssen wir hin. Jawohl, top. Natürlich, bei allen Übungen, bei Standardübungen, unser Rucksack. Ich mache es immer vor dem Stein wieder vor. Oder? Nein, bleibe ich hier. Hier bleibt ihr. Tief mit dem Rucksack hochkommen. Sehr gut. Gleichen Übungsvarianten. Was ihr jetzt hier ändern könnt, ich mache das hier vor, ist natürlich die Position der Beine. Sumo-Stellung, Beine nach außen. Jawohl, runter, Innenseite, Oberschenkel, Adduktorenmuskulatur wird hier trainiert. Jawohl, ich mache es hier wieder vor, wieder, sitzen, Tag hoch, können wir machen. Gleiche Übung, wie wir vorhin gemacht haben, nach oben, jawohl, hier hochgehen, top, und nach oben gehen. So, das Ganze, diese Übung, die ich gezeigt habe, plus Varianten, achtet bitte auf die Sicherheit, Knie, hinter den Fußspitzen, 90 Grad runter, tief. Wer tiefer runtergehen kann, auch tiefer runtergehen. Achtet darauf, keine Gelenkschmerzen zu haben, Muskelschmerzen. Und das ganze Beintraining, würde ich mal sagen, zwischen
20 und 30 Minuten, dann habt ihr ein Top-Beintraining gemacht. Ah, ich zeige nochmal eine Übung. Die zeige ich nochmal, genau. Das ist natürlich, ich komme von vorne vor, von hier aus. Ich hoffe, dass mich sieht, diese Farmer's Walk. Also, Rucksack, tief runterkommen, raus. Tief runter, raus. Tief runter, raus. Warte, ich stelle mal die Kamera zur Seite. Vielleicht besser, der Farmer's Walk. Ich mache den vorwärts vor, Oberkörper ist gerade. Ausfallschritt, hochkommen. Bein geht nach außen weg, hochkommen. Ausfallschritt, hochkommen. Das Ganze natürlich auch rückwärts hochkommen. Und dieser Farmer's Walk, auch seitlich, passt auf, ich gehe mit dem Fein verfolge immer nach außen weg, tief runter, komm hoch. Außen weg, tief runter, komm hoch. Das sind natürlich, hoffe, ihr habt mich gesehen, da bin ich wieder. Das sind natürlich Top-Übungen für die Beine. So ein Farmer's Walk mal 5 Minuten am Stück zu machen, ist schon mal eine Herausforderung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Haltet durch. Es grüßt euch der Andi und das Team Atlantis.